Dies ist ein weiteres Video zum Thema Kryptologie und hier geht es um die polyalphabetische Substitution. In dem vorhergehenden Video ging es um die monoalphabetische Substitution und jetzt kommt hier statt Mono das Wort Poly. Bei Mono hatten wir ja schon geklärt, da ging es darum, dass ich zu jedem Klartextbuchstaben genau ein Chiffrebuchstaben oder Chiffre-Symbol habe. Muss ja nicht unbedingt ein Buchstabe sein, kann ja auch hier ein Symbol sein oder eine Zahl. Aber jetzt habe ich halt, ausgedrückt durch das Wort Poly, für viele habe ich zu einem Klartextbuchstaben verschiedene Möglichkeiten, ihn durch ein neues Symbol zu ersetzen. Und deswegen Poly. Ich habe jetzt mal hier eine ganz einfache Substitution genommen, die wieder über so eine Tabelle gibt. Es gibt da natürlich viele verschiedene polyalphabetische Verfahren. Da werdet ihr in den Aufgaben auch noch einige kennenlernen. Aber nur mal ganz grob dazu. Ich habe hier jetzt ein D, gucke in meiner Tabelle nach, D, und kann jetzt entscheiden, womit möchte ich es ersetzen. Jetzt möchte ich es zum Beispiel mal mit der 4 ersetzen. So, der Vorteil, wenn ich jetzt mehrere Möglichkeiten habe, ist, es zu umgehen, diese Häufigkeitsanalyse, die ich ja anwenden konnte bei der monoalphabetischen Substitution. Damit konnte ich die ja sehr einfach knacken, indem ich einfach über die Buchstabenhäufigkeiten in deutschen Texten oder englischen Texten zum Beispiel versucht habe, von meinem Chiffre wieder auf den Klartext zu schließen. Wenn ich jetzt ja aber das D durch verschiedene Möglichkeiten ersetzen kann, kann ich nicht mehr über die Häufigkeitsanalyse hier von meinem Chiffre zurück zum Klartext kommen. Weil wenn ich das jetzt mal weitermache hier, habe ich zum Beispiel ein I, schaue jetzt nach, mein I, das ersetze ich jetzt mal durch das A. Jetzt gehe ich hier weiter, das E ersetze ich durch das K, das S ersetze ich durch das H. Jetzt habe ich wieder ein I und jetzt gucke ich hier nach. Durch das A habe ich schon ersetzt. Jetzt ersetze ich es einfach mal durch die 9. So, und dadurch habe ich ja jetzt einmal, also das hier war ein I ursprünglich und das hier. Und jetzt habe ich ja die Häufigkeit hier verändert. Das heißt, wenn man die Tabelle nicht kennt, dann kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich zähle einfach die Vorkommen von dem A hier unten und sage, das ist mein häufigstes Zeichen und deswegen muss das dem E entsprechen, sondern ich muss mir was Neues überlegen. Und diese polyalphabetische Substitution ist daher auch deutlich sicherer als eine monoalphabetische Substitution. Aber leider kann auch sie geknackt werden mit dem sogenannten Kaczynski-Test. Der ist allerdings schon etwas komplexer, deswegen gehe ich da jetzt hier nicht drauf ein. Da gibt es auch ein separates Video dazu. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, was der Unterschied zur monoalphabetischen Substitution ist. Zum Schluss einfach nochmal ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr alle wichtigen Informationen habt.